Willkommen bei Motorwoche. Er ist bei uns, der Jahres-GR. Und wie er im Test abschneidet, das könnt ihr euch jetzt ansehen. Über 260 PS, Allradantrieb, variable Kraftverteilung und ein Carbondach. Das alles sind Eigenschaften, die man eigentlich eher nicht mit einem Toyota Yaris verbindet. Doch seit 2020 bietet Toyota den Yaris GR an, das wohl verrückteste Auto des Jahres. GR steht übrigens für Gazoo Racing. Toyota-Chef Akio Toyota lernte vor ein paar Jahren den viermaligen Rallye-Weltmeister Tommy Mäkinen kennen und beauftragte ihn, ein Rallye-Auto zu entwickeln. Daraus entstand ein perfektes Rallye-Auto und ein unglaubliches Homologationsmodell. Der 4 Meter lange Yaris für die Straße wirkt bullig und aggressiv. Er ist 5,5 cm länger, 6 cm breiter und 4,5 cm niedriger, am Heck sogar 9,5 cm, als der normale Yaris. Der Klang des Yaris wirkt gerade im Innenraum potent. Leider wird dies über Soundgeneratoren erzeugt. Außen könnte der Klang etwas besser sein. Der Kofferraum ist bedingt durch den Allradantrieb etwas mickrig. 174 Liter reichen gerade so aus. Unter der Haube steckt ein 1,6 Liter Dreizylinder mit 261 PS und einem Drehmoment von 360 Newtonmetern. Dieser beschleunigt den Kraftzwerg in 5,5 Sekunden auf 100 km/h. Den Verbrauch geben die Japaner mit 8,2 Liter nach WLTP an. Preislich sind mindestens 33.200 Euro nötig. Zu empfehlen ist aber auf jeden Fall das High-Performance-Paket für 4.490 Euro. Für noch mehr Fahrspaß. Ja, der Yaris GR. Endlich können wir ihn fahren. Endlich haben wir ihn. Also der Hype ist wohlverdient. Das kann man wirklich von vornherein schon mal sagen. Es fühlt sich an zu 100% wie das legalste Rallye-Auto, das man bauen kann. Ja. Also, was heißt das legalste? Man kann bestimmt noch ein legaleres bauen. Wie ein richtiges Rallye-Auto. Ja, ich meinte halt gerade so an der Grenze noch zu dem, was Straßenlegalität zulässt. Ja, das fühlt sich an wie ein richtiges Rallye-Auto. Richtig. Und man könnte eigentlich jetzt gerade hier rechts abbiegen und auf die Rallye mitfahren. Ja. Ich glaube, auch recht weit vorne mitfahren, würde ich sogar behaupten. Und dann fährst du einfach einkaufen und fährst heim. Ja, wir sind auch so ein paar Schotterwege gefahren, um das auch einfach mal zu testen. Und das ist echt krass. Ja. Also wie viel Performance das Auto auf unbefestigtem Untergrund hat, ist der Wahnsinn. Und wie viel Spaß es macht, ist noch krasser. Denn nämlich nicht nur auf unbefestigtem Untergrund, sondern auch auf befestigtem Untergrund macht das Auto eine Menge Spaß. Und das liegt natürlich zum einen an der Leistung, aber zum anderen auch am Antrieb. Und wenn wir über das erste reden, dann wundern sich bestimmt viele von euch, dass die Leistung aus dem Dreizylinder kommt. Ja. Ja? Denn 1,6 Liter Dreizylinder mit 261 PS. Und das ist schon eine Mordsleistung. Denn aktuell ist das Auto auch der stärkste Serien-Dreizylinder, den man kaufen kann. Und das muss man wirklich mal sich in Gedanken wirklich einfrieren. Es ist ein Yaris mit 261 PS. Das ist total krass. Ja. Wenn ich einem Typ sage, hey, ich fahre jetzt Yaris und ich feiere das Auto so, und dann denkt er sich, ja, wahrscheinlich ist das der Hybrid. Das ist auch super sparsam. Und dann kommst du mit dem angeschossen und der denkt sich so, what the fuck ist hier los? Ja, und genauso fühlt es sich nämlich auch an, wenn man Gas gibt, nämlich what the fuck ist hier los? Das Ding marschiert, auch weil es halt einfach nur 1,3 Tonnen wiegt, unfassbar krass nach vorne und macht echt einen Höllenspaß. Auch die 360 Newtonmeter aus dem 1.6er sind eine Ansage. Ja, das sind normale Leistungswerte, die eigentlich eher einen 2-Liter Vierzylinder-Motor erreicht. Und das Ganze aus dem 1,6 Liter Dreizylinder zu holen, ist echt krass. Kommen wir mal zum zweiten Punkt, nämlich das ist das zweite Krasse, wo man die Ohren spitzt, ja, wenn man hört, dass man in einem Yaris sitzt und der das hat. Und das ist Allrad. Ja? Und das ist noch nicht mal irgendein Allrad, sondern der kann auch die Kräfte noch nach vorne und nach hinten sehr geil verteilen. Ja? Wir haben nämlich drei verschiedene Modi. Einmal den normalen Modus, da fährt er in der 40-60 Verteilung. Dann haben wir den Sportmodus, da fährt er in der 30-70 Verteilung, also 70% auf die Hinterachse. Und dann haben wir noch den Track-Modus und das ist so der typische Rallye-Modus, sag ich mal dann. Da fährt er nämlich 50-50, also wirklich ganz gleichmäßige Lastverteilung an die Vorder- und die Hinterachse. Das gab es noch nicht. Nee, vor allem nicht in so einem kleinen Auto. Der ist ja knapp 4 Meter lang und das ist Wahnsinn, was der alles wirklich platt machen kann, theoretisch. Ja, ja. Also wenn ich jetzt Autos bis an die fast 400 PS denke, die haben oftmals das Nachsehen. Ja.
Das ist unglaublich. Das ist echt krass. Ich muss mich korrigieren, das gab es nämlich doch schon. Nämlich, wenn ich zurückdenke an die ganzen alten Rallye-Ikonen, wie zum Beispiel den Lancia Delta Integrale. Ne? Oder den Renault 5 Turbo. Ja, genau. Oder Peugeot T16 zum Beispiel auch. Ne? Ja, das waren schon echt krasse Raketen. Die hatten zwar nicht ganz die Leistung, obwohl teilweise auch, aber das fühlt sich für mich so an wie so eine moderne Variante davon. Ja. Bin ich vollkommen, bin ich komplett deiner Meinung und also das ich, ist krass. Ich bin noch nie in Lancia Delta Integrale gefahren, aber ich stelle es mir genauso vor. Ja, ich denke, das ist genau dasselbe. Ja. Und das halt einfach jetzt aber auch für einen Preis, den ich in dem Fall dann auch wieder in Ordnung finde. Ne? Ja, wenn man bedenkt, was man jetzt für so ein Auto zahlt. Ne? Ja. Das kann man sich ja nicht leisten. Und hier hat man gefühlt, ich kann es nicht ganz beurteilen, aber gefühlt, glaube ich, denselben Fahrspaß. Nicht ganz die Kultigkeit natürlich, nicht ganz den Flair, ne? Aber ich glaube, der Fahrspaß ist sehr ähnlich und das für dann doch einen relativ guten Preis. Und warum wir das doch sagen, dann doch, das klären wir dann später am Schluss, wenn wir den Preis nennen. Denn der Yaris ist nicht ganz billig. Aber bevor wir das machen, gucken wir uns jetzt erstmal den Innenraum an. Der Innenraum des Toyota Yaris GR erinnert natürlich an das normale Serienmodell vom Yaris. Das Einzige, was jetzt hier groß anders ist, ist das Lenkrad. Hier haben wir rote Ziernähte oben und unten und natürlich hier ganz fett das GR-Logo. Das Lenkrad sitzt übrigens auch sehr gut in der Hand, obwohl wir hier keine extreme Daumenauflage haben. Trotzdem kann man mit dem richtig gut zirkeln und auch wenn man dann mal richtig Spaß hat, fliegt das nicht irgendwie weg. Was mir persönlich etwas langweilig vorkommt, ist die Tachoeinheit. Wir haben hier zwei große analoge Anzeigen, die sich sehr gut ablesen lassen, aber es fehlt halt ein bisschen der Rallye-Touch. Zwar steht da GR und 280 km/h, aber es wirkt halt irgendwie wie aus einem normalen Yaris. Die Anzeigen hier in der Mitte sind ganz cool. Man hat den Ladedruck, man hat die Öltemperatur, man hat die Wassertemperatur und natürlich den Öldruck auch in Bar angezeigt. Wirklich sehr, sehr geil. Und auch man sieht hier, wie der Allrad sich verteilt. Wenn ich im Sportmodus bin, dann zeigt er mir, dass ich hier 70% nach hinten schicke. Und das ist dann wirklich eine coole Information. Aber wenn man wirklich performant fährt, sieht man da eigentlich gar nicht hin, sondern eher auf die Straße. Hier in der Mitte ist unser Multimedia-Bildschirm mit natürlich Navigation und Apple CarPlay und Android Auto. Er ist, finde ich, etwas altbacken. Er könnte etwas frischer aussehen. Auch die Darstellung ist ein bisschen grobkörnig. Wenn ich hier mal auf die Map gehe, ja, haben wir die hier in unserem Modell leider nicht drin. Unterhalb dessen haben wir hier zwei Ablagen, die für ein Smartphone leider nicht so gut geeignet sind. Die fliegen ganz schnell raus. Ansonsten fehlt hier eigentlich wirklich eine Smartphone-Ablage. Es gibt auch keine kabellose Smartphone-Ablage. Das fehlt auch in dem Fahrzeug, was mittlerweile ja Standard ist. Aber ansonsten haben wir hier noch eine 2-Zonen-Klimaautomatik, die ihren Job ziemlich gut erfüllt, was auch eigentlich recht selten ist in dieser Klasse, eine 2-Zonen. Man kennt ja eigentlich nur eine 1-Zonen-Klimaautomatik in der Kleinwagenklasse. Und dann haben wir natürlich Sitzheizung und in dem Modell auch noch eine Lenkradheizung. Hier haben wir den Fahrmodi-Schalter, einfach in die jeweilige Richtung drehen oder draufdrücken für normal. Auf dem Armaturenbrett haben wir so ein Lederimitat, das fühlt sich auch ganz gut an. Darunter ist aber alles Hartplastik, genauso auch an der Tür. Und hier, das sieht aus wie Alcantara, ist aber einfach nur eine Folie. Und dahinter ist auch Hartplastik. Es fühlt sich alles ein bisschen billig an, passt halt einfach nicht zum Preisgefühl. Aber natürlich ist das viel leichter als aufgeschäumter Kunststoff. Deswegen wird man wahrscheinlich hier darauf verzichtet haben. Aber im Gesamten macht er einen robusten Eindruck. Wirkt ein wenig einfacher, nicht ganz so Shishi-mäßig, aber ich finde, es passt alles. Die Sitze sind echt cool, die sehen mega gut aus. Die Sitze sind wirklich cool. Was mich halt so ein bisschen stört, wie schon gesagt, ist diese Hartplastik, überall Hartplastik. Ne? Ja. Und selbst das hier, was so nach Alcantara aussieht, ist ja nur so Alcantara-Folie, die so drüber gezogen ist. Ja. Darunter ist halt auch direkt wieder Plastik. Aber irgendwo muss man das Geld auch einsparen. Ja? Weil man muss sagen, und da müssen wir jetzt einfach den Preis schon mal voranziehen, das Auto kostet in unserer Ausstattung ungefähr 37.000, 38.000 Euro. Ja, richtig. Ja? Und das ist natürlich nicht billig. Wir reden natürlich aber auch vom Listenpreis. Also da kann es eventuell noch Rabatt drauf geben. Ich vermute zwar nicht so viel, ja, aber ein bisschen was geht wahrscheinlich schon. Die Preisstabilität ist auch echt gut, muss man echt sagen. Also ja, bis jetzt hält er sich Bombe und man muss auch echt gucken, dass man einen kriegt. Ja. Ja, so einfach einen zu bekommen, ist es auch nicht. Und da kommt man auch schon zum Punkt, denn das Auto wird insgesamt nur 25.000 Mal gebaut. Jetzt denkt man sich, boah, das ist viel. Ne? Ein Golf wird am Tag 4.000 Mal gebaut. Richtig. Ne? Und dann kann man sich ungefähr, also insgesamt die ganze Laufbahn über 3-4 Jahre, wo das Auto gebaut wird, 25.000 Stück, ein Golf 4.000 am Tag. Ja. Ne? Da kann man sich doch ein bisschen ausrechnen, dass es nicht ganz so häufig da sein wird, das Auto. Und nach Deutschland werden auch nur schätzungsweise 1.000, vielleicht auch 2.000 kommen maximal. Ja. Und dann hat man schon doch
was Uniques. Und wenn man jetzt gerade auf Mobile schaut, da sind auch nur 90 Stück zu kaufen gerade. Ne? Also es ist nicht viel. Ich weiß jetzt nicht, wie viele jetzt noch im Vorlauf sind, die vielleicht noch nicht auf Mobile stehen. Aber ich glaube nicht mehr, dass so viele da sind. Weil ich habe jetzt auch unterwegs schon einige gesehen. Deswegen, wenn man einen haben möchte, dann sollte man jetzt schnell sein. Ja, und da kommt natürlich auch so ein bisschen der Preis zustande. Denn wenn man ein Auto nur so selten baut, ne, dann ist natürlich auch, sind natürlich die Kosten höher. Ne? Umso öfters man ein Auto produzieren lässt, umso geringer werden die Kosten, weil man das sich irgendwann wieder rausholt. Aber hier ist es natürlich so, wenn das Auto nur eine gewisse Stückzahl produziert wird, dann wird es natürlich teurer. Und was noch dazu kommt, ist, dass das Auto auch nicht die normale Jahresplattform hat. Das heißt, Toyota kann mit den normalen Maschinen, mit denen sie den Jahres bauen, hier gar nicht arbeiten, denn das Auto ist aus zwei Plattformen zusammengeschustert. Vorne haben wir die Jahresplattform, aber hinten ist die CHR bzw. die Corolla-Plattform, weil er hinten so breit ist. Ja. Das passt mit dem Radstand nicht mehr zusammen mit der normalen Jahresplattform. Deswegen fahren wir jetzt hier hinten die andere Plattform. Und wir haben uns auf die Suche begeben, sind aber nicht ganz fündig geworden, aber wir glauben, er wird auch handgebaut. Ja. Ja, und so kommt halt der Preis zustande. Und deswegen ist er für mich auch okay vom Preis her. Ne? Ja. Weil ich glaube, wenn man noch so ein bisschen Rabatt kriegt auf den Listenpreis, dann ist das schon okay. Und wenn man das mal mit Leistungsdaten jetzt vergleicht mit anderen Autos, kosten Autos mit der Leistung eigentlich auch mindestens das Geld oder mehr. Ja, auf jeden Fall. Eigentlich schon fast mehr. Ich würde sagen, so ab 45 bist du dabei. So ein Hyundai i30N, der ist halt hier noch schon dabei. Ja. Aber der ist langsamer, Leute. Klar. Und du hast kein Allrad. Das muss man natürlich bedenken. Allrad ist nicht gerade billig. Ja. Und dann auch Differentiale reinzupacken, zwei Stück, das ist schon krass. Ja. Das liegt an dem Performance-Paket, was wir haben. Normalerweise hat das Auto nur ein Differential, nämlich an der Hinterachse. Und durch das Performance-Paket haben wir jetzt 2000 Differentiale, also eins vorne und eins hinten. Ich kann jetzt nicht sagen, ob man das stark merkt, weil ich das normale Auto nicht gefahren bin. Aber ich glaube, wenn man sich schon so einen Rallye-Flitzer zulegt, dann sollte man performancemäßig auch alles reinpacken, was geht. Ja, finde ich auch. Ja, kommen wir noch ein bisschen zum Fahrverhalten. Ich finde, das Auto ist hart. Ja, es ist hart, aber es ist halt auch... Es ist halt auch ein Rallye-Auto, ne? Ja, stimmt. Obwohl man sagen muss, dass es für ein Rallye-Auto schon fast zu hart ist. Also Sprünge oder so würde ich jetzt nicht damit machen. Es ist halt ein Rallye-Auto, das zu 95% auf der Straße gefahren wird. Ja. Und dafür ist die Abstimmung gut. Das stimmt, das stimmt. Aber was mich persönlich jetzt gestört hat auf langen Autobahnstrecken, du merkst halt jede Querfuge so richtig krass. Ne? Also, da springt er auch teilweise ein bisschen. Ja, ein Langstreckenfahrzeug ist es nicht, das muss man natürlich sagen. Aber die Abstimmung passt zum Auto. Ja, das stimmt. Wir haben ein kleines, quirliges Auto mit viel Leistung. Mit dem will man auch schnell durch die Kurve fahren. Und das funktioniert. Das kann er sehr gut, ja. So. Des Weiteren wollen wir uns mal noch mal kurz den Sound anhören. Denn natürlich hat das Auto einen entsprechenden Sound. Ja? Wir kommen jetzt mal hier zur Kurve raus und geben mal Gas. Traktion aus der Kurve raus ist natürlich Wahnsinn. Ja. Ja, du hast kein Untersteuern, du hast kein Scheren, der schiebt nicht über die Vorderachse, gar nichts. Das ist so geil ausbalanciert. Du kannst aus jeder Kurve wirklich mit Vollgas rausfahren, ohne nur minimal Gripverlust zu haben. Und Sound habt ihr jetzt gerade gehört, ist irgendwo 13-Liter typisch, aber man hört schon, dass er verstärkt ist. Ja, von außen hört man ihn nämlich fast gar nicht. Das liegt aber natürlich am kleinen Motor. Aber innen finde ich diese ganze Atmosphäre echt cool. Ja, also mir gefällt der Sound sehr gut und ich finde, wenn man jemandem nicht sagt, dass er einen Soundgenerator hat, ich glaube, man kriegt es nicht mit. Nee, nicht unbedingt. Man wird sich schon denken, oh, der ist aber laut, ne? Aber jemand, der jetzt nicht ganz so viel Ahnung hat, wird nicht direkt darauf schließen, dass das an einem Soundgenerator liegt, sondern wird sich einfach denken, ja, es hat einen sportlichen Auspuff, keine Ahnung. Ja. Also hört sich echt gut an, ist sehr gut gemacht, passt zum Auto, ist nicht zu übertrieben und gefällt mir wirklich sehr gut, da gibt es nichts auszusetzen, meiner Meinung nach. Was es aber auszusetzen gibt, ist die Sitzposition. Für dich. Für mich ist es nicht Horror. Weil ich liege jetzt schon ein bisschen runter. Also ich muss sagen, ich habe jetzt wirklich ein paar Zentimeter den Sitz nach hinten gelehnt. Aber ich finde, bis 1,84 sitzt du perfekt. Drüber geht's nicht. Dann ist es schon störend. Also ich muss wirklich so sitzen, um ordentliche Sicht nach vorne zu haben, ohne dass ich den Kopf an der Decke habe. Und das ist ein bisschen schade. Also, ich würde mir wünschen, den Sitz eher noch ein bisschen niedriger zu montieren,
und für dich dann halt hochzupumpen, genau, als dass es jetzt wirklich so hoch montiert ist. Den Beifahrersitz kann man auch gar nicht in der Höhe verstellen. Genau, ja? Richtig. Den Fahrersitz kann man verstellen, aber ich bin jetzt auch schon hier auf der niedrigsten Position. Ja. Aber ich denke mal, da wird es im Aftermarkt früher oder später irgendwelche Sitzkonsolen geben, mit denen man den Sitz nochmal tiefer legen kann. Aber aktuell müsst ihr, wenn ihr groß seid, das Auto wirklich einmal Probe sitzen, ob das für euch passt. Ja. Und dann kommen wir zur letzten und ich glaube meiner Meinung nach geilsten Special-Feature-Funktion bei dem Auto. Und ja, das ist die Handbremse. Denn die Handbremse entkoppelt den Antrieb der Hinterachse. Das heißt, wie bei einer Fly-Off-Handbremse, ja, wie bei einem Rallye-Auto, wenn man die Handbremse zieht, wird von der Hinterachse die Leistung weggenommen. Also der Antriebsstrang wird von der Hinterachse entkoppelt, damit man halt um eine Kurve rumrutschen kann. Ja, ja, das ist so geil. Wir machen das nochmal. Es ist wirklich, es ist der Wahnsinn, Leute. Also man kann mit dem Auto auch querfahren. Wenn es nass ist, geht das ohne Handbremse. Bei trockenen Gegebenheiten muss man so einen Tritt mit der Handbremse einleiten. Aber dann geht das wunderbar. Und es macht richtig Spaß. Und ja, wer macht sowas denn heute noch? Niemand. Ja. Wer hat es früher gemacht, Serie? Kennst du irgendein Serienauto, was das macht? Nein, ehrlich nicht. Es ist so geil. Also es ist wirklich eine ganz, ganz krasse Besonderheit. Und vor allem, wie gut das funktioniert. Ja, das ist ja krass. Das Krasse. Es ist echt krass, wie gut das funktioniert. Also weil das ist ja blitzschnell entkoppelt und ja. Das funktioniert perfekt. Und es macht so viel mehr Spaß dadurch. Also das schiebt den Wagen nochmal auf ein ganz anderes Level. Ja. Wenn er das nicht hätte, wäre es halt ein kleines Auto mit viel PS und Allradantrieb. Ja. Aber das macht einfach alles aus. Ja. Eine mechanische Handbremse zu haben, die man ziehen kann und mit dem man das Auto querstellen kann, halt wie im Rallye-Auto, wie mit einer Fly-Off, ist der Wahnsinn. Ja, das stimmt. Das ich glaube, es wird auch nicht lange dauern, bis irgendjemand hier so einen Adapter baut, ja, mit so einem langen Stang, so einem langen Stab, den man hier hat, ohne den Einrasterknopf, dass man einfach nur noch ziehen muss. Das ist wirklich das Highlight eigentlich vom ganzen Auto, ja, ja, ja. Muss man wirklich so sagen. Und das ist wirklich die Verspieltheit, die der Chef von Toyota ja gebracht hat. Er ist ja so ein total verrückter Motorsport-Fanatiker. Man merkt einfach, was gewisse Personen an gewissen Positionen im Unternehmen für einen Unterschied machen. Ne? Ja, hat man bei Albert Biermann schon gemerkt, finde ich, bei Hyundai. Ja. Und hier merkt man es auch echt ganz krass. Ja. Was wir natürlich auch noch haben, ist eine Drehzahlregulierung, die heißt IMT. Können wir hier unten aktivieren und dann passt da natürlich die Drehzahl an. Das heißt, wenn ich zurückschalte, ja, dann dreht er automatisch hoch, damit man nicht selbst Zwischengas geben muss. Ist eine Funktion, die viele neumodische sportliche Autos haben und ist eine sehr coole Funktion. Ich nutze ganz gerne. Viele sagen, nee, ich will das lieber selber machen, aber genau dafür ist der Knopf da. Dann kann man sich nämlich aussuchen, ob man es machen lässt oder ob man es gerne selber machen möchte. Kann sich jeder dann so einstellen, wie man möchte. Kommen wir noch zu einem wichtigen Punkt, der jetzt ganz am Schluss ist, der Verbrauch. Ja. Und der ist eher so wie bei einem 2-Liter-Turbo-Auto. Ja, also. Aber das Auto hat ja auch eher die Leistung wie ein 2-Liter-Turbo-Auto. Natürlich. Ne? Also, man sagt, 7,7 Liter Super auf 100 Kilometer soll er verbrauchen. Toyota sagt das. Genau. Ja. Ich sag, wenn man sich ein bisschen, also man muss, wenn man nicht voll anstrengen, so ein bisschen anstrengt, ist man bei 8,5 Liter. Ja. Ja. Wenn man nicht drüber nachdenkt und einfach fährt, ist man bei 9,2 bis 9,5 Liter. Und wenn man es wirklich übertreibt, dann ist man bei 12 bis 13 Liter. Ja, oder 13,5. Oder 13,5. Ja. Es ist in Ordnung, vor allem für den Fahrspaß, die das Auto bietet. Also wirklich, der Fahrspaß ist es 100-mal wert. Ja, auf jeden Fall. Ich finde es auch in Ordnung, wenn man auf der Autobahn mit 8 Liter oder 8,5 Liter unterwegs ist. Finde ich auch noch in Ordnung. Ja. Aber wenn man es von der Seite sieht, dass es ein 13 Liter ja, ist. Ja, das ist es ja, halt. Ja, ich weiß, ne? Das wolltest du jetzt auch sagen. Ja, ich versuche das jetzt gerade zu verinnerlichen. Es ist ein ganz kleiner Motor. Wo verdammt nochmal kommt so viel Sprit hin? Ja. Das ist das Krasse. Ja, das stimmt schon. Auch, wie gesagt, 1,6 Liter Motor, nicht viel Hubraum, Dreizylinder. Ja. Ist natürlich auch eine Einspritzdüse weniger wie ein Vierzylinder logischerweise. Eben. Aber man muss irgendwo auch die Leistung herholen. Ne? Und die Leistung klar, kommt natürlich Allrad. Über Spritmenge ja. Ne? Und Ladedruck in dem Fall. Und natürlich Luftmenge. Also Luftmenge durch den Turbo und Spritmenge muss ja natürlich angepasst werden. Und da fließt halt dann schon was durch. Ja. Ne? So, dann kommt wie gesagt noch Allrad dazu. Das verbraucht natürlich auch nochmal mehr Sprit. Und das ist jetzt kein Allrad, der die Hinterachse komplett wegmachen kann, also der nur auf die Hinterachse schaltet, wenn es benötigt ist, sondern ja. Die Hinterachse läuft immer mit. Ne? Zwar nicht immer in einem gewissen prozentualen Anteil vom gesamten Antrieb, aber die ist immer am Start und das verbraucht natürlich Sprit.
Und wie schon gesagt, wenn man ein spritsparendes Auto will, kauft man das Auto nicht. Dann holt man einen Jahreshybrid. Genau, aber für viele, und das schreibt ihr ja auch oft immer in die Kommentare, warum redet ihr bei so einem Auto über den Spritverbrauch? Wer sich so ein Auto kauft, der achtet doch nicht auf den Spritverbrauch. Doch, Leute, es gibt genug Menschen, die sich so ein Auto gerade leisten können und sich damit einen Traum erfüllen. Ne? Ja. Die können sich nicht noch einen Zweitwagen leisten, der dann wenig verbraucht, den sie für Langstrecke benutzen oder so. Die kaufen sich so ein Auto, weil sie ihr gesamtes Erspartes dann auf den Kopf hauen und sagen, ey, das ist mein Traum, darauf habe ich mega lang gewartet, das möchte ich gern haben. Und dann ist es auch wichtig, was so ein Auto verbraucht, denn die fahren das Auto dann immer. Ja, nicht nur im Sommer zum Spaß oder mal, wenn Schnee liegt, mal rausholen, ein bisschen durch den Schnee driften. Nee, das ist dann deren Alltagauto. Und dann heißt es auch, am Wochenende Spaß haben und während der Woche zur Arbeit sparsam fahren, damit man sich das leisten kann. Und deswegen ist dieser Spritverbrauchswert auch echt wichtig für viele. Ja, also schreibt nicht drunter, wer sich den Sprit nicht leisten kann, soll sich so ein Auto nicht kaufen. Das stimmt nicht, weil auch Leute, die dann einfach zwischendurch mal Sprit sparen mit so einem Auto fahren, können so ein Auto gern kaufen. Ja? Ja. Mit so einem Auto geht, glaube ich, auch für viele Menschen Traum in Erfüllung, weil das ist was, worauf viele jahrelang gewartet haben. Und auch mir gefällt das Auto echt gut. Ich könnte mir das richtig geil vorstellen. Ja, ich auch. Ich auch. Wenn der Sitz ein bisschen tiefer wäre. Ja. Ja, kommen wir zum Fazit, würde ich sagen. Und man muss sagen, für mich ist das eins der Autos des Jahres 2021. Und wir sind noch im Januar. Ja, muss ich wirklich so sagen. Die Vorstellung, dass ein anderer Hersteller was Ähnliches bringt, ist so absurd, dass man das ruhigen Gewissens einfach sagen kann. Ja, also wirklich Hut ab, Toyota. Ihr habt eins der geilsten Autos gebracht. Muss man so sagen. Und ich glaube auch, dass in 5 oder 6 Jahren so ein Yaris GR immer noch vom Wert so stabil sein wird, ja, wenn er natürlich gepflegt worden ist, dass man darüber nachdenken kann, ihn als Wertanlage zu holen. Mhm. Auch wenn man ihn fährt. Das glaube ich schon. Das ist halt einfach nicht, was nicht Besonderes. Nicht unbedingt als Wertanlage, aber eventuell, man braucht, glaube ich, nicht so viel Angst haben, dass man viel Geld daran verdient. Ja, sagen wir es eher so, ja, ja. Stimmt. Hast recht. Aber wirklich, es ist ein geiles Auto. Es macht mega Spaß, ihn zu fahren. Ich bin froh, erlebt zu haben, das Auto in seiner puren Variante, wie es wirklich sein kann, Auto zu fahren, auch im Jahre 2021. Ja, das ist ein sehr guter Satz, ja. Mich nervt zwar, dass das ganze Auto in allen möglichen Lebenslagen piepst wie bescheuert, aber man kann es glücklicherweise auch ausschalten. Ja, also man hat wirklich oft irgendwelche Meldungen von wegen Bremsen und Spur verlassen und der Motor ist noch kalt, bitte nicht so schnell beschleunigen. Ja. Ja, also das ist schon krass. Also freut mich wirklich, dass Toyota das gemacht hat und ich hoffe... Das ist auch sehr gut für Toyota. Also ja, die werden ja dadurch wirklich an Image echt gut... Und ich denke, dass da ja jetzt auch noch der Corolla GR noch nachgeschoben wird und dann auch vielleicht dann wirklich dieses Hyper-Supersportwagen, was sie da raushauen wollen auf Le Mans-Basis. Wenn der wirklich als Straßenversion auf unsere Straßen kommt, dann raste ich, glaube ich, komplett aus. Ja, gut, aber Toyota, was da in Zukunft eventuell noch auf uns zukommt, das wird, glaube ich, lustig. Ja, schreibt uns gerne mal in die Kommentare, was ihr von diesem Schnuckelchen hier haltet mit 261 PS und Allradantrieb und Fly-Off-Handbremse. Und vergesst natürlich nicht, einen Daumen nach oben da zu lassen, wenn euch das Video gefallen hat und auf den Abo-Knopf zu drücken, wenn ihr in Zukunft keines mehr unserer Videos verpassen wollt und auch, wenn ihr uns unterstützen wollt, jetzt bald die 100.000 Abonnenten zu erreichen. Ja. Ja, weil wir stehen kurz davor, ich halte es fast nie mehr aus, endlich den Play-Button zu haben. Irgendwie ein großer Traum, das Ding endlich mal da zu haben. Deswegen, uns würde es natürlich freuen, wenn ihr auf den Abo-Knopf drückt. Haut rein, bis zum nächsten Mal.